Rheumatologie sei Altersmedizin, denken viele. Dabei betreffen rheumatische Erkrankungen häufig auch junge Menschen. Autoimmunkrankheiten wie die rheumatoide Arthritis, der systemische Lupus oder lokalisierte weichteilrheumatische Erkrankungen wie zum Beispiel eine Bursitis. Heute setzen wir in der Rheumatologie viel Hightech ein, insbesondere in der bildgebenden Diagnostik. Und damit lassen sich die rheumatischen Erkrankungen auch früh erkennen und während einer Behandlung dann objektiv monitorisieren. Das heißt, wir können die Erkrankung früh und therapeutisch auch gezielt behandeln. Vor 10 Jahren noch eine Seltenheit, nutzen heute immer mehr Rheumatologen Ultraschallgeräte zur Diagnostik und zur gezielten Intervention. Hier zeigt das Ultraschallvideo eine Bursitis. Um die Diagnose weiter einzugrenzen, punktiert und infiltriert der Rheumatologe anschließend mit Hilfe des Ultraschallgerätes die Bursa. Unter dem Mikroskop zeigen sich vermehrt Entzündungszellen als Zeichen einer Arthritis. Im Polarisationsmikroskop lassen sich Kristalle darstellen. Der Rheumatologe nutzt die bildgebenden Verfahren auch zur punktgenauen Infiltration von Medikamenten im Bereich der Wirbelsäule. Steriles Arbeiten und eine ruhige Hand sind hierbei ein Muss. Hier sehen wir eine Infiltration zur Behandlung eines Bandscheibenvorfalls. Die Osteologie inklusive Bestimmung der Knochendichte gehört zum Fachgebiet der Rheumatologie. Mithilfe der Dualröntgenabsorptiometrie und der Bestimmung der trabekulären Struktur kann der Rheumatologe eine Osteoporose diagnostizieren und eine entsprechende medikamentöse Behandlung gezielt einleiten, um Frakturen vorzubeugen. Warum spezialisiere ich mich in der Rheumatologie? Was ich faszinierend finde, ist, dass einerseits Handwerk und Fingerspitzengefühl gefragt sind und auf der anderen Seite aber auch viel Hightech genutzt wird. Und das ist, finde ich, eine super Kombination. Gekonntes Handwerk ist noch immer gefragt. Zum Beispiel, wenn der Rheumatologe eine mögliche Meniskusläsion prüft. Oder wenn er eine Halswirbelsäulendysfunktion mobilisiert. Dazu braucht ein entsprechend geschulter Rheumatologe nicht so sehr Kraft als Technik und gute anatomische Kenntnisse. Die rheumatologische Grundlagenforschung hat einen großen Stellenwert. In den letzten Jahren wurden Krankheiten besser erforscht und es konnten neue gezielte Medikamente, zum Beispiel Biologika für entzündlich-rheumatische Erkrankungen wie Kollagenosen oder Vaskulitiden entwickelt und erfolgreich für die Patienten eingesetzt werden. Das Spannende an der Rheumatologie sind die vielfältigen Erkrankungen von Rücken, Muskeln und Gelenken, die wir täglich sehen. Damals, als ich mich in Rheumatologie weiterbildete, waren die zur Verfügung stehenden Mittel zur Behandlung bescheiden. Wir verordneten Physiotherapie, vorwiegend Massage, weniger Bewegungsübungen. Als Medikamente standen uns fast ausschließlich Goldsalz und Antimalarika zur Verfügung. Heute arbeitet die Rheumatologie mit modernem Hightech und innovativen biologischen Medikamenten. Die Rheumatologie ist ein faszinierendes Fachgebiet. Sie hat eine große Zukunft und diese hat eben erst begonnen.